Moinsen und willkommen zurück hier im grünen Geäst, in dem wir vorhin aufgehört haben. Wow, nahe der Rangers-Station. Machen wir uns nun auf weitergehen. Unser Ziel ist mal hier der hohe Norden, um mal ein bisschen was Neues zu sehen. Leider sind wir ja nach dem Charakter-Wipe wieder hier gespawnt, wo wir sowieso schon waren. Ein bisschen blöd gelaufen, aber mein Gott. Und wir machen uns dann über die Route 70 hier nach oben bis zum Crystal Lake Resort. Das ist unser Ziel, den will ich mal sehen. Ja. Doch nun wollten wir erstmal hier hineingucken. In diese Rangers Range, Ranch, irgendwas gedönst, ob es hier nicht was zu holen gibt. Und deswegen krabbeln wir hier mal durch die Wicken nach vorne in Richtung dieses Hauses. Ich hoffe, es ist offen. Das wird sich dann ja zeigen. Da läuft einer rum. Also war ganz schön schnell. Da liegen Tote. Die stehen bestimmt auf. Das ist auch so ein bisschen mies an dem Spiel hier. Da liegen dann manchmal Zombies tot rum. Ah, die sind gar nicht tot. Die stehen dann auf, wenn man sich denen nähert. Das ist mies. Das gibt's bei DayZ nicht. Was tot ist, ist tot. Finde ich eine ganz coole Geschichte. Aber natürlich auch manchmal sehr ärgerlich, wenn man dann damit nicht rechnet. Auf einmal stehen die auf, hauen nicht zu Klumpe. Mies. Aber naja. So, mal gucken. Was ist das jetzt hier genau? Steht nicht dran. Delta Peak Ranger Station. Und da schlurft auch ein Zombie gerade rein. Das ist natürlich ungeil. Ich wollte da ja jetzt... Ah, da hinten ist so ein Zelt. Ah, das sieht auch zu aus. Schade. Na, wir versuchen mal da in die Station reinzukommen. Das ist ein bisschen blöd, dass die Zombies auch in die Häuser reinschlurfen. Da... Das ist blöd. Aber wir brauchen dringend eine Nahkampfwaffe. Danach sind wir eigentlich erstmal gut gerüstet. Aber solange wir noch waffenlos rumlaufen, hilft's nichts. Da müssen wir hier sneaken. Und ich bin ja so wunderbar gut drin. Wer Guild Wars 2 verfolgt, der hat ja meine Leistung gesehen, was Schleichen und Sneaken angeht. Mehr Experte bin ich. Ne? Will ich mal verlauten? Da macht mir niemand was vor. So. Ah, er schlurft auch wieder raus. Das ist gut. Dann können wir nämlich reinschlurfen. Lass mich mal schön in Ruhe, Hendo. Ja? Oh nee, jetzt kommt da noch einer. Dreh um. Ja, so ist fein. So ist fein. Feini fein. Oh oh. Okay. Oh, ein riesiger Farn hier. Holy shit, der ist groß. Der ist echt groß, der Farn. Okay, du bist entspannt da hinten und isst den Erdboden. Der soll auch sehr nahrhaft sein, ne? Lass es dir schmecken da hinten. Oh, was liegt da denn rum? Unter dem Auto befinden sich Pillendöschen. Was haben wir denn da? Oh, da oben drauf auch noch was. Auf dem Auto. Antibiotika und Painkillers. Ah, ich bin voll. Vielleicht auf dem Rückweg. Ich was gegessen und getrunken habe. Ah, dann ist auch die Polizeistation. Also hier sehe ich nur ein Pillendöschen. Das lohnt sich gar nicht, sich dahin zu bewegen. Wir gehen in die Polizeistation. Ich hoffe da ja auf eine Gun. Ne? Ich bin zuversichtlich, dass wir da diesmal eine Gun finden. Was ist das? Instant Oatmeal? Nee. Was bist du denn für einer? Das ist ja ekelhaft. Ja. Hier im hohen Gras sieht mich keiner. Ist alles ruhig. Jetzt kann ich nochmal gerade einen Blick da reinwerfen. Oh, toll. Gras. Sieht nicht so aus, als würden wir da was außer Pillendöschen verpassen. Das ist gut. So, da die sich alle selbst da in dem Gitter eingesperrt haben, können wir uns weiter in Richtung dieser Polizeistation. Wer kennt sie noch? Im ersten Part waren wir auch mal hier. Ich weiß, aber da haben wir, glaube ich, auch nur einen dummen Hut gefunden. Oder diese Gasmaske oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall nichts Brauchbares. Aber ich habe Hoffnung, dass das diesmal anders sein wird. Dü-dü-dü-dü. So. Oh, Blümchen. Ein paar Blümchen hier. Erinnert mich an den Gartensimulator. Da bekomme ich gleich wieder Lust mit meinem Spaten. Los zu buddeln.
Hol dir mal was für den Hals, Mann. Klingt ungut. Ach, hier. Das ist der wunderhübsche Berg. Police! So, da muss es doch Waffen geben. Oder wenigstens ein Knüppel oder sowas. Ist mein Licht an? Sieht so aus, als wäre mein Licht an. Ah nein, das ist einfach nur die Schatten. Oh! Alter! Oh! Entspannt euch mal! Ui! Ah, der neue Sound ist gut. Das muss ich jetzt mal zugeben. Da. Oh, ein Spieler. Oh, er hat eine Gun. Ah, verpiesel ich mich doch lieber. Schauen wir mal, was er macht. Will auch in die Polizei rein, dumme Sau. Ja, das ist natürlich jetzt ungeil. Das könnte jetzt gleich zu Ende sein. Ah! Ah, du Sau! Ah, weg, weg, weg! Ich sag ja, in dem Spiel wird man so voll abgeknallt. Hier gibt's keine Freunde. Nix wie weg, wir hauen ab. Ah, vielleicht können wir es schaffen zu fliehen. Das Problem ist, wir können nicht ewiglich rennen. Ah! Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Müssen wir ein bisschen Haken schlagen. Ja, verballer deine wertvolle Munition. Wahrscheinlich ist es so ein Cheater. Ach nee, ey. Und jetzt geht uns die Kacke aus. Müssen wir abhauen. Oh, das wird ungeil. Das wird echt ungeil. Jetzt haben wir auf jeden Fall den Beweis. Spieler, andere Spieler vor allen Dingen, sind hier reine Arschlöcher. Ich glaube, wir laufen noch. Wollen wir in dem Städtchen hier bleiben? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Er wird uns wahrscheinlich nachlaufen. Legen wir uns erstmal hier hin. Wird uns bestimmt nachlaufen. Jetzt bandagieren wir uns erstmal. So. Dann trinken wir mal eine Kanne Cola hier. Dann trinken wir noch eine Cola. Und essen so eine Chocolate Bar. Und machen uns mal auf in dieses Städtchen und gucken, ob wir hier eine Waffe finden, um es ihm heimzuzahlen. Ich hoffe, hier ist ja zum Glück das Gras so hoch. Ich denke nicht, wenn wir krabbeln, dass der uns findet. Fürs Erste erstmal. Wart eine dumme Sau. Aber ja, willkommen in the Warzone, ne? Hier wird nicht gefragt, hier wird sofort geschossen. Bei meinem ersten Lauf hatten wir ja immerhin, da sind wir auch auf Leute gestoßen, aber die hatten ja noch gefragt, are you friendly? Jo, ich bin friendly, und dann waren die auch nett zu einem. Hier nicht, hier wird man sofort gleich über den Haufen geknallt. So, ich hoffe, ich sehe, ich muss mal immer ein bisschen umgucken, falls der nachkommt, aber sieht nicht so aus, als hätte er uns verfolgt. Hat sich wohl auch gesagt, oh ne, lohnt nicht. Oder hat er eine ganze wertvolle Munition weggeschossen, das würde ich ihm ja gönnen. So. Wahrscheinlich so einer mit Echtgeld, ne? Der sich dann schön in diesem Echtgeld-Shop ordentlich eingedeckt hat. Oh, nee, ey. Keine Kommentare dazu. So, da ist so eine... Da liegt eine Leiche rum. Ich sag euch gleich, was passiert, wenn wir uns der zu der nähern. Die steht auf und frisst uns. Deswegen gehen wir jetzt hier ganz am Rand entlang. Oh, ey. Wenn das gehen würde, aber der dicke Farn. Ich hoffe, die bleibt liegen. Ich will da hinten durch diese Tür... Bleib brav da, am Schlafen. Sleep du mal noch ein bisschen ab da. Oh je. Ist schon arg nah. Komm schon. Schlaf weiter. Okay, ich glaube, wir haben nicht aufgeweckt. Ist alles cool. Oh, jetzt ist das zu? Wofür habe ich mein Leben riskiert, wenn das jetzt zu ist? Ist ja nicht. Ah, doch, da. Man kann seitlich rein. Huhu. Schwein gehabt.
Oh, jetzt muss da so eine Axt oder sowas drin sein. Komm schon, ich brauche mal eine Waffe. Siehst du, dieses Spiel versucht einen so zu demotivieren, dass man dann doch Geld ausgibt. Das würde ich niemals tun. Wir machen hier Diablo 3-mäßig nur Self-Found. Da blinkt schon mal was. Sieht aber nicht nach einer Waffe aus. So. Was ist er denn hier eigentlich für einer? Ah, ist ein Zombie, gut. Bumm, was zu fraden hier? Zu fraggeln? Vielleicht gibt's da oben was. Wir gehen mal hinauf. Schauen mal, ob die so nett sind und da oben auch Sachen verteilen. So eine Gun oder sowas. Schrotflinte. Die ganzen Bauern haben doch immer sowas. Nope. Nicht in Colorado. In Colorado ist man freundlich. Gibt's keine Waffen. Hallo? Colorado doch nicht. Da liegt wieder so eine tote Leiche rum. Da weiß man Bescheid. So, da vorne ist wieder. Ah, daran erinnert ihr euch vielleicht auch noch. Hier sind wir auch schon mal reingekrabbelt. In dieses. Wie er sich hinschmeißt. Lustig. In dieses Häuschen da vorne. Vielleicht wird es diesmal mit einer Gun belohnt. Oh, was haben wir hier? Was zu saufen. Holen wir uns natürlich. Das lohnt. So. Na komm. Wasser ist immer gut. Du bist weit weg. Typen sehe ich auch nicht. Wehe. Was ein mieser Typ. Hat bestimmt gesagt, ich will ihn angreifen, weil ich mich so versteckt habe. Ich hätte um Chat fragen können. Are you friendly? Keine Antwort. Oh oh. Oh Mann. Düm, 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 düm. So. Ah, das sieht aber ganz schön abgefuckt aus hier. Bisschen vergammelt. Aber es gibt Pasta. Na, immerhin. War der Ausflug nicht ganz umsonst. So, da vorne ist das nächste Haus. Oh, da zombifiziert hier einer rum. Da hinten auch. Das ist schlecht. Da sind ganz viele Häuser. Da ist ordentlich was los, aber da sind auch ordentlich viele Zombies. Gehen wir lieber hier lang. Mal gucken, ob man über den Zaun rüberklettern kann. Nein. Frage damit beantwortet. Da ist ein Zombie, der ist weit weg. Jetzt gehen wir wieder zurück. Das ist irgendwie sinnlos. Versuchen wir es doch mal. Wir versuchen mal da über den Zaun zu hüpfen und zu hoffen, dass sie uns nicht sehen. Vielleicht klappt das ja. Oder wir gehen außen rum. Aber da habe ich Angst, dass von hier der Typ wiederkommt und uns wegmacht. Ja, wird sich zeigen. Noch ist alles cool und entspannt. Sind ganz alleine und alles ist gechillt. Oh, hier, hübsch. Post ist auch da. Immerhin, man weiß, Zombie-Apokalypse, aber die Post wurde nur ausgetragen. So viel Zeit war noch. Da hat sich die Post wohl auch gesagt, ey, bevor ich hier verzombifiziere, nee, ich muss meine Duty erfüllen. Okay, wo ich dachte schon gerade, das wäre er. Oh Mann. Aber es war nur ein Zombie. Alles cool. So. Jetzt krabbeln wir hier so quer rüber. Ich will da hinten in diesen Laden rein. Ja, das ist noch so ein Häuschen, das könnte man sich auch angucken. Aber da direkt vorm Eingang chillt da dieser Typ ab. Das ist mir dann doch zu riskant. Muss ich jetzt sagen, der würde uns sehen und dann kriegen wir Aua Aua und dann sind wir tot. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Da gehen wir lieber nach da hinten in diesen Laden da. Boah. Die verkaufen bestimmt auch ganz. So, da vorne chillt auch noch einer rum. Seid mal lieb zu mir. Dumm. Ah, jetzt hat die Mucke aufgehört. Ah, nein, da ist sie.
Ich krabbel mal lieber weiter, auch wenn es lange dauert, aber sicher ist sicher. Sobald wir irgendwas zum Hauen besitzen, werde ich mich unvorsichtiger bewegen. Aber so ohne Waffe ist das echt noch nicht so eine geile Idee. Waren Waren wir in dem Häuschen schon drin? Glaub nicht, ne? Und da ist noch eine Garage. Gucken wir erstmal da rein. Oder? Ist das. Nee, da waren wir noch nicht drin. Bin ziemlich sicher, dass wir da noch nicht drin waren. Dann gucken wir natürlich erstmal noch da rein. Es ist nicht diese Scheune von vorhin. Ey, entspannt euch. Alle ruhig. Da ist auch noch was drin. Ah, war ich also nicht. Was haben wir denn hier? Schokolade. Jo, her mit dem Kram. A bag of chips. Haben wir noch Platz? Jo, haben wir nicht. Dann essen wir doch mal hier die Schokolade. Und nehmen die Bag of Chips mit. So. So, ihr seid alle cool und entspannt. Das ist schön. Jetzt haben wir hier noch ein Häuschen. Da gehen wir auch noch rein. Eieiei. Der Typ ist nicht wieder aufgetaucht. Er hat uns also nicht verfolgt. Immerhin. Immerhin das nicht, ey. So, was haben wir denn hier drin in die Haus? In diese wunderschön eingerichtete Haus hier, noch nicht mal die Garage hat niemand Boden. Das ist auch billiger so. Macht man in den USA so, ist ganz normal. Was ist das? Wieder Chips oder was? Auch ein bisschen Klischee, ne? Nur am Chips essen? Ne, Instant Oatmeal. Na, dann esse ich doch mal so eine Can of Pasta und nehme dafür Instant Oatmeal mit. So, oh, hier kann ich jetzt schon sehen, dass es da eine Chocolate Bar gibt. Jetzt bin ich aber schon satt. Gibt's sonst noch was? Nope. Nope. Jetzt gucke ich mal gerade auf meine Uhrchen. Wir haben noch 1 Minute und 48 Sekunden. Reicht das noch, um darüber zu kommen? Ja, wir schaffen das noch zu dem Shop. Wir krabbeln jetzt noch zum Shop. Was schaffen wir? Ich habe das Gefühl, der Typ kommt dann und wird uns umbringen. Ich spüre das. Ich kann es fühlen, dass wir nicht lebendig da ankommen. Ah, das noch davor ist auch noch was. Gehen wir erstmal in das, was davor noch ist. Sieht aus wie, weiß ich nicht, eine Bank oder so. Gucken wir mal. Und danach endet der Part. Auch schon wieder. Die Zeit vergeht wie im Fluge, wenn man dieses wunderschöne Spiel spielt. Ja, ist hier viel los. Wir Y und machen mal so. Ich glaube, man sieht uns nicht. Ihr guckt auch in die falsche Richtung. Ich bin zuversichtlich. Die Post kann man auch rein. Egal, wir gehen jetzt nur da rein. Entspannt euch mal alle. Ganz ruhig. Parking only. Van accessible, bla bla bla. Alles klar. Ah, sogar Graffiti. Alles da. Und es sind Zombies hier drin? Nein. So, was gibt's hier denn? Riesige Supersessel. Wird denn die gemacht? Leicht übergroß, würde ich mal meinen. Was haben wir hier? Can of Ham. Leute, es ist viel zu viel Essen. Ich brauche was zum Umbringen. Nicht zum Essen. Jo. Lass mich gerade noch das Haus zu Ende ausloopen. Bag of Chips. Was ist das denn? Ist das. Achso, das ist eine Lampe, die da runter hängt. Alles klar. Gucken wir gerade mal hier rein. Alter, entspannt euch. Echtes Mal. Gibt's hier? Can of Soda. Alles klar. Okay, der Part ist damit rum. Wir werden uns jetzt hier ausloggen und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir haben immerhin überlebt, trotz unserem kleinen Auftragsmörder, der sich da auf uns gestürzt hat. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Wir sehen uns, wenn ihr Bock habt, bald beim nächsten Part von The War Z Beta. Bis denn dann, euer Blaufuchs.